Herzlich willkommen zurück zu The Witcher. Ich wollte gerade sagen, zu The Witcher 2 ist das zweite Video. Im ersten Video habt ihr einen Prolog gesehen und das Intro und dies und das und jenes. Und jetzt wollen wir einfach mal ins Kampfgeschehen. So. Ich kenne es überhaupt nicht, das Spiel. Ach, wie Jiminy, wie rennt er denn hier rum? Hau drauf! Mach ihn kaputt! Hä? Muss ich immer hacken? Hacken, hacken, hacken. Ich verstehe es überhaupt nicht. Bisschen zu schnell die Kamera. Kameraempfindlichkeit. So. Über die über den Schultermodus bewegt ihr euch mittels der WASD-Tasten. Bewegt die Maus, oben die Kamera zu rotieren, drückt und haltet die Umschalttaste, um den Cursor zu entsperren. Frei zu bewegen. Ja? Also das Hauen ist ja ganz schön doof. Keine Ahnung. Wie geht es euch? Mir geht's gut. Titte, ey. Weiß jemand, wer die Eindringlinge sind? Gewöhnliche Banditen würden Kaer Morhen niemals angreifen. Das wissen wir, Merigold. Merigold. Vielleicht könntet ihr eure berühmte Magie zu Hilfe nehmen. Zu gegebener Zeit, Lambert. Genug. Wir müssen die anderen möglichen Durchgänge überprüfen. Lambert. In den oberen Innenhof. Wie? Warum ist denn da so ein Mund? Kann ich jetzt mit ihm reden? Okay, er ist der große Zampano. So viel habe ich verstanden. Die Bastion betreten. Was geht hier vor? Sie versuchen, durch das Tor zu brechen. Ohne Rambok werden sie das nicht schaffen. Was ist das für ein Vieh? Verdammt! Was ist das? Ein Furchtbringer. Eine grauenhafte Bestie. Zavala, ich kenne ihn. Ein Magier, ebenso ehrgeizig wie wahnsinnig. Und er hat keine Haare. Und das hier haben sie direkt aus Starship Troopers geklaut, oder was? Sie kommen hier rauf. Macht euch bereit. Da sind noch mehr. Sie dringen in den oberen Innenhof ein. Der mit der Brille ist der Professor. Ein Auftragsmörder. Ich spüre Magie. Sie haben einen Zauberer bei sich. Professor, ihr kennt den Weg. Beeilung. John Lennon, ihr kennt den Weg. Dich erschieße ich von hinten, ich schwör's. Alter, die Möpse wackeln bei jeder Bewegung. Temerien und Catwin gesucht. Er ist ein echtes Schwein. Den Zauberer kenne ich nicht. Merigold, ich interessiere mich mehr dafür, ob ihr Savola unschädlich machen könnt. Der Rest ist Hexerarbeit. Ich versuch's. Sie wirkt ihn nochmal, Wabbel. Der Furchtbringer ist sehr gefährlich, aber empfindlich für laute Geräusche. Die Glocken im oberen Innenhof! Genau. Eskel, Lambert, ihr helft mir, den Furchtbringer und die Banditen aufzuhalten. Leo, ihr bleibt hinter uns. Geralt, ihr öffnet das Tor zum oberen Innenhof. Genau. Wenn wir da sind, kann Triss Savola und sein Schoßtierchen aufhalten, während wir uns um den Professor und den unbekannten Magier kümmern. Ich lass mir was einfallen. Los, wir versuchen es. Lasst sie hier ein wenig bluten, ehe wir uns zurückziehen. Geralt, folgt der Mauer und brecht zum Turm durch. Da gibt es einen Durchgang zum oberen Innenhof. Allein? Es sind nur Banditen, auch wenn einer möglicherweise berüchtigt ist. Ihr müsst das Tor öffnen. Wir warten. Viel Glück, Wolf. Okay. Verfolgt die Minikartenmarkierung, um ein Questziel zu finden. Tipp, Linksklick auf Kartensymbol oder drückt die M-Taste. Da kennt man. Was ist denn jetzt los? Verkettet eure Angriffe, um Feinde möglichst effektiv zu töten. Linksklick nur, wenn der Cursor sich in Flammenschwert verwandelt. Legt
euch mit mir an und ihr sterbt. Das war's. Kann ich den irgendwie ausrauben? Nee. Der hält das Schwert zu scheiße. Ihr habt euren Gegner gerade betäubt. Linksklick auf ihn, um ihn zu erledigen. Ich lass euch kriegen. Nett. Kopffußball! Das ist ja cool. Also vom Gewaltaspekt her ist das ja genau mein Ding eigentlich. Ich lass euch quieken. Der hat doch den Bauraub. So, jetzt mal kurz gucken, hier auf die Karte drücken. Da muss ich hin, ja. Also da hoch. Legt euch mit mir an und ihr sterbt. Was ist denn, wenn ich ihm direkt ins Gesicht hacke? Ich hätte nicht gedacht, dass das so brutal ist. Benutze den schnellen Kampfstil, um agile Gegner zu bekämpfen. Wechselt, okay, auf X drücken. Nehmt das! Benutzt den starken Kampfstil, um größere gepanzerte Gegner zu bezwingen. Wechselt mit Y. Ihr werdet den Tag verfluchen, an dem ihr geboren wurde. Tauben! Ich kann ihn nicht zerstückeln. Drückt Leertaste, um den Pausenmodus zu aktivieren. Okay. Und jetzt? Ihr wagt es, die Salamandra herauszufordern? Denkt dran, immer den starken Kampfstil zu benutzen, wenn... Ach so, ja, genau. Was nu? Boah, ein Zeitlupe. Hack ihn die Arme ab. Hier geht's nicht weiter. Mir nach. Zurück zu Savola. Herr Bastard. Ja, yeah, andere Kampfstil. Legt euch mit mir an und ihr sterbt.
hättet fliehen sollen, als ihr noch konntet. Ihr wagt es, die Salamander herauszufordern? Okay, also dieser Kampfstil ist so ein bisschen merkwürdig. Also ich komme da noch nicht so ganz hinter. Man hat zwar das Gefühl, man würde da draufhauen. Aber ich verstehe noch nicht so ganz, wann ich Energie verliere und wann nicht. Und Linksklick auf die Winde. Okay. Also ich rede gerade auch echt wenig, weil ich muss erstmal dahinter kommen, hinter dieses Spiel. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Ich dachte, ich könnte so mit den Mausbewegungen so ein bisschen... Aber ist nicht. Verdammt, Geralt. Es ist ein Wunder, dass ihr noch lebt. Das mit der Treppe hättet ihr mir auch sagen können. Lambert und Esther wollten sie gestern eigentlich reparieren. Wir sind keine Maurer. Egal. Der Professor und der andere Magier müssen sich im Burgfried verstecken. Seht der Wahrheit ins Auge, Hexer. Sie sind hier, um euch zu berauben. Trish, Kind, wir besitzen nichts Wertvolles. Etwas guten Stahl, Schneefuchspelze... Ich meine das Labor, das wisst ihr genau. Fangen wir wieder an zu babbeln. Jemand will eure berühmten Mutagene. Ihr zieht voreilige Schlüsse. Triss könnte recht haben. Wir müssen herausfinden, was sie wollen. Face. Eins nach dem anderen. Wir sollten einem starken Magier mit einem Furchtbringer nicht den Rücken zudrehen. Und ihr dürft die Banditen nicht ins Labor lassen. Wie üblich habt ihr recht, Triss. Geralt, ihr kennt euch mit Magiern aus. Findet heraus, was der hier will. Leo wird euch führen. Nur Aufklärung, oder? Niemand ist traurig, wenn ein paar von denen einen Kopf kürzer gemacht werden. Ihr schafft das, Wolf. Aber vergesst nicht, dass Leo bei euch ist. Ich schaffe das schon. Wir sehen nach, was da drin los ist und kommen dann zurück. Nehmt für alle Fälle diese Tränke. Trinkt Donner jetzt und hebt Schwalbe auf, falls ihr Heilung braucht. Ich kann euch erklären, wie sie wirken. Wir sorgen dafür, dass sonst niemand reinkommt. Triss, ihr bleibt bei uns. Nur falls Savola etwas Neues einfällt. Okay. Öffne das Inventar durch Linksklick auf das Ranzensymbol. Ah, da rechts, okay. Oder durch Druck auf I, um Zugang zum Gegenstand zu erhalten. Rechtsklick auf Donnertrank, um ihn zu benutzen. Zieh Tränke aus dem Inventar auf Schnellfächer. Okay. Der gammelt sofort. Ach, was Beute. So, vielleicht sollte ich hier Rechtsklick machen. Bewegt den Cursor um den... Hä? Über den Effektsymbol, um Informationen über den Effekt... Okay. Dürkegefügter Schaden um 100% erhöht. Ausweichen effizient um 50, parieren auf 50, restlich 7 Stunden. Yeah. Fertig, Geralt? Ist das euer erster echter Kampf? Nein, aber ich habe noch niemals einen Menschen... Oh, du Memme. Bleibt in meiner Nähe. Ladebildschirm! Ich kenne alle Balladen, die Rittersporn über euch verfasst hat. Lambert sagt, dass ich nie so schnell wie ein echter Hexer sein werde. Aber heute beim Training konnte ich ihn treffen.
Ihr habt Lambert geschlagen? Wir haben gefochten, als dieser seltsame Sturm kam. Lambert sah weg, ich machte eine Drehung und traf ihn am Bauch. Aber er fiel nicht und besiegte mich dann doch. Ihr werdet bestimmt noch ein guter Schwertkämpfer. Ich weiß. Jedes Mal, wenn Lambert mich besiegt, sagt er, dass ich Potenzial habe. So, und dieses Potenzial sehen wir dann im nächsten Video von The Witcher, also in Video Nummer 3. Ich weiß noch nicht, was ich von dem Spiel halten soll, ganz ehrlich. Ich bin noch ein bisschen... Na gut, aber es ist der Anfang. Also, liebe Leute, haut rein und bis dann.